Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu der 1 mit einer neuen Folge Kork-Mechanik Simulator. Ja, die Räder müssen wir ja machen. Ein Rad hat man ja noch da. Mal gucken, ob man da noch was verwenden können. 3, 45, 35, 18. Ach, hinten ist da wieder eine ganz andere Größe. Du. Oh Gott, da brauchen wir 18 Zoll. Was? 3, 45, 35... 18 und die Felge ist ja X. Achso, da brauchen wir, siehst du, XJ220. B ist hinten drauf, du eine B. Ja, völlig was anderes wie vorne. Das ist aber auch merkwürdig. Vorne haben wir die A, hinten die B. Reifen ist Schrott. So. Reifen, holen wir erstmal einen Reifen. Wir hatten Sportreifen Ultra. Zwei Stück. Dann brauchen wir hinten 18 Zoll. 18 Zoll? So. 3, 45, 35. Mensch, das sind Schlappen, du. Das sind auch ein paar Preisle, die ein paar Preisle. So, jetzt gucken wir mal. So, die Typ B haben wir gesagt. Typ B, da machen wir einen 18 Zoll. So. Das sind ein paar Bäm, die meine Güte. So, wieder auswuchten. Nee, ich muss schon das... Ach, hier ist wieder dreimal. Das ist wieder Verzierung, ist das. So. Schon, so, jetzt gucken wir mal. Jetzt ist es 100% und 89.000 ist der Wert gestiegen. Meine Güte, das haben wir schon bei 102.000 wieder Verkaufswert. So, da wollen wir mal uns um die Karosserie kümmern. Haben wir hier noch was zum Abbauen? Ne? Ja, das Rücklicht noch. Oh, 15% ist ja weiß Gott nicht viel. Ne? Karosseriescheibe, also brauchen wir ja faktisch jetzt alles. Nummernschild? Weiß ich gar nicht, warum ein Nummernschild? Na, wir gucken mal, was an Karosserieteile. So, zurück. Karosserieteile, Jaguar XJ220. So, Stoßstange vor. Ach, vorne haben wir noch eine Stoßstange, die guck an. Außenspiegel. Können wir uns das noch leisten?
Und wie schnell das Geld wieder versiegt, du. So, warte mal, Nummernschilder. Wir können ja mal zwei holen. Der nächste Nummernschilder. Natürlich nehmen wir Germany. Ne? Germany. So, Besatzerkonstruktname. So, jetzt machen wir hier Montage. Ach doch, brauchen wir vorne doch eins. So. Ah, lackieren müssen wir ja den Gutzen dann auch noch. Das wäre ja nicht schlecht, ne? So rein, so für das Optische jetzt. Lichter sind unter der Stoßstange, du. Oh, cool, Mann, du. Und den Außenspiegel? Ach, der ist noch dran, den haben wir gar nicht abgebaut. Und drüben. Ach, da war auch noch die alte Gurke dran, oder war das schon da? Hä, drüben ist er an der Tür. Mal gucken. Ach doch, doch. Hier ist er an der Tür und dort war er an der Karosse. So ein bisschen merkwürdig. Bestimmt ein Bug. Oder? Ist das so? Hä? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Guck mal, hier ist er an der Tür und drüben haben sie ihn an der Karosserie geklebt. Das ist sehr komisch. So. Naja, da wäre unser Wagen schon soweit fast fertig. 100, oh, 163.000. So, 109 wird stehen, 833. Mal sehen, was er noch am Lackieren bringt. Ach, die haben wir ja noch gar nicht. Den können wir ja noch gar nicht lackieren. Können wir ihn ja noch gar nicht. Und Motortester haben wir ja auch noch nicht. Naja, macht ja nicht. Aber wir können ja hier mal gucken, ob er überhaupt anspringt. Da können wir noch gar nicht lackieren, weil wir noch keine Lackiererei haben. Möchten wir? Ja, wir möchten das mal machen. Oh, der Motor geht. Ist ja zwar alles 100%, aber wir wollen ja nochmal so tun, als ob, ne? Ob wir hier schwerst alles überprüfen müssen. Sollte man schon machen bei so einer Großrestauration hier. Wir hatten doch noch keine Lackiererei, Leute. Das ist, weil ich schon zu viel wieder wahrscheinlich mit meinem anderen Account gespielt habe. Meinem anderen Spielstand. Da ist man schon verwöhnt, aber das macht ja nicht. Wir haben ja jetzt trotzdem, weil das Lackieren bringt zum Schluss ohne viel. So, hier alles 100%. So, jetzt müssen wir noch die Spur einstellen. Und die Scheinwerfer. Ein Stück runter und ein Stück rüber kann man es auch noch machen. So. Eingestellt. Auf dem Verkaufsplatz. So, meine Lieben. Da haben wir unser erstes Auto 100% restauriert. Zwar noch nicht lackiert, aber da können wir uns das erste Mal richtig Kohle verdienen jetzt. So. Auto verkaufen, du. 163 für 13.000, du. Zustandsbonus haben wir 38.000 wert der Karosserie.
Und ganz schön investiert. Na dann, Auto verkaufen, jo. Spielstand gespeichert 186.000. Wenn das nichts ist. Ja, bleibt jetzt nur die Frage, was machen wir jetzt? Wir gehen erstmal ins Inventar hier. Und verklingeln das alles noch. Ach, die verkaufen wir jetzt. Oh, so. Speichern nochmal. So. Tja, wenn wir jetzt noch Punkte haben wollen, dann müssten wir ja wieder mal Aufträge machen. Oder schlimmer noch, wieder ein. So, wir haben null Liste, wir bräuchten für. Bim, 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 hier oben brauchst du dann 6 Kompetenzpunkte, dann können wir nämlich alles restaurieren. So, jetzt haben wir hier aber Geld, da könnte man sich vielleicht eine Lackiererei leisten. Und Motorprüfstand ist auch teuer, ne? Hm. Was kostet die 15.000? Ja, da können wir uns einmal wieder ein Schrottauto holen, wenn wir das machen, bevor wir wieder in die Scheune flitzen. So, holen wir uns eine Lackiererei. So. Was käme das jetzt? Erweitert Farbpalette, die Farbtypen deiner Lackiererei. Nehmen wir auch noch. Machen wir wenn dann alles komplett. Und das ist jetzt auch nochmal 7.500. Naja. So. Ich würde sagen, am nächsten Autoverkauf leisten wir uns dann vielleicht. Ja, viel ist ja nicht mehr. Das ist noch dieser komische Container hinter der Werkstatt für die Wiederverwertung von Teilen. Das machen wir sowieso nie und dann das und dann haben wir dann schon alles. Ne? Dino-Prüfstand. Dann hätten wir ja schon alles. So, was hätten wir denn hier zum Anbieten hier? Was haben wir hier? Prüfe das Fahrwerk. Ja, Bremseinrichtungen. Hm. Der Motor läuft unruhig. Haben wir hier Service. Hier haben wir wieder was. Morgen macht Probleme. Ja, haben wir die Karosserieteile hier. Wir nehmen wir hier. Hübsens. Okay, warte mal, das ist gleich zu Ende. Hm. So, was hat man jetzt noch? Hier hat man noch. Motor. Dann haben wir noch einen mit ein bisschen Service, oder was war das hier? Service hier. Service, sonstige Aufgaben. So, was war jetzt der Kampagnenauftrag? Machen wir vielleicht dann das nächste Mal Kampagnenauftrag wieder. Was ist denn das? Hi, ich bin Johnny, erinnerst du dich? Reparieren da die Karosserie aus. Aha. Okay, zurück Geschäft, habe heute einen schrecklichen Fall für dich, aber einen Typen billig abgekauft, aber machen wir das vielleicht das nächste Mal. So. Da haben wir jetzt erst einmal, was sollen wir hier machen? Servo Lenkungsflüssigkeit wechseln. Ach du meine Güte, du, das ist ja jetzt, ob wir das hinkriegen, du, die Servoflüssigkeit wechseln. Das ist bestimmt heute Krisenauftrag. So. Donnerwetter, du, 43 Kredits, du, jetzt haben wir aber. So, ach, das ist hier so ein Atombunker hier, so ein Atombumstings. Das ist da was Elektrisches. Motor läuft unruhig. Fahrzeug geht noch anlassen, wieder aus. Motor mache gerne des Motors, klopfen in der Aufhängung. Sonstige Aufgabe. Wischerflüssigkeit für die Windschutzscheibe wechseln. Wir machen erstmal die große Aufgabe hier.
So. So. Klopfen in der Aufhängung. Motor geht immer aus. Was hat er gesagt? Bumm. Ach so, Motorabdeckung. Ah, da geht man das wieder. Oh Gott, das sieht man ja schon hier, was hier kaputt ist. So, und dann irgendwas klopfen in der Aufhängung. Das sieht man aber jetzt im Moment nichts. Oh ja, da vorne sehe ich einen Stoßdämpfer kaputt. Na, wir nehmen den mal auf die Bühne. Ach so, da müssen wir wieder raus. Fahrzeug bewegen, Bühne 1, ne? Bei Heinz, Bühne 1. So. Wir gucken mal, wir gucken erstmal Fahrwerk, dass soll was klopfen. Wir gucken mal sehen, wir fangen mal hier an. So. Da drüben ist auf jeden Fall der Stoßdämpfer kaputt. Ja, könnte dann natürlich wieder irgendwo hier eine Gummilagerbüchse futsch sein. Wie viele Teile machen wir für den Klopfen in der Aufhängung? 2 Teile. Hm. Ja, wir machen erst einmal hier. Ja. Oh, hier ist das Rottlager. Siehst du, da haben wir schon die 2 Teile, du. Da brauchen wir einmal Stoßdämpfer. Und ein Rottlager. Brauchen wir. So, den müssen wir draußen zerlegen. Ach so, da können wir es Rad nehmen. Ja, die machen wir erst einmal so. Nee, wir müssen erst den Mensch brauchen, die Feder noch und die anderen 2 Teile. War ich wieder zu fitzsch. So, jetzt können wir den neuen nehmen, das wieder und das wieder drauf. So. Mir ja unlogisch, bevor wir stoßen, wir dran, dass wir das Rad wieder anbauen können, obwohl das geht schon. So, aber wie das aussieht, ist ja hier in Akku futsch, ja. Weil das auch geht beim Anlassen wieder aus. Akkupack hier. Das sind ja 3 Stück. Mal gucken, Batteriemodul 21%. 23%. 13%. Oh, da brauchen wir einen Akku. Wir gucken, ob wir die reparieren können. So, EV-Batteriemodul. Teil nicht gefunden. 2 Batteriemodule. Motor müssen wir dann. Haben wir schon 2 Teile beim Motor, haben wir ja schon gesehen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir. Ich glaube, die können wir nur reparieren, Elektronik. Mal sehen, ob wir 2 hier hinkriegen. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Oh Gott, jetzt wieder Konzentration, du. So, weil die sind nämlich schön teuer, sind die jetzt zur Elektronik. So, hier EV-Batteriemodul, hier 1500 Kredits, du. Wir sparen ja ein bisschen, ne? Wir sparen ja ein bisschen. Oh, wir hätten noch eins gehabt. Wo haben wir das her? Vom Schrottplatz ist jetzt hat man ja noch richtig sparen können, Leute. Oh.
nach, man spielt dem hier zu wenig. So, Spiel speichern. So, jetzt müssen wir hier bloß noch rausfinden. Motor, da müssen wir mal oben hin. Da müssen wir noch mal oben rein. So, weil das ist kaputt. Wird der Deckel bestimmt. So. So. Das müssen wir abmachen. Und das ist bestimmt auch kaputt. 27% und das ist kaputt bestimmt. Ach, das haben wir ja schon mal drauf. So, da gucken wir gleich mal. Kabel C, den, Kabel den, den und den. Noch ein Teil ist kaputt. Oh Gott, Alter, wo ist denn jetzt noch was kaputt? Jetzt müssen wir das ganze Ding auseinandermuxen hier. Oh Gott, oh Gott. Ja, das geht nur vom Fahrwerk. Also da müssen wir die Räder abmachen, das ist ja bestimmt hier drinnen immer noch was kaputt. Ja, also wieder hoch, Räder ab, Gelenkwellen raus. Mensch, du, da schaffen wir das gar nicht. Ich dachte hier, wir sind ein, zwei fix fertig, du, in dieser Folge und können dann noch die, da haben wir wieder ein Audio für die nächste Folge übrig. So, wo war jetzt hier, was konnten wir hier? Achso, das mussten wir hier im Kompressor, ne? Das sieht dann noch gut aus. No, das müsste wieder vom Motor, vom Dings aus, hoch und runter. Alles klar, auf der Andrea Doria, die. So, das kriegt man ab. Guck mal, vielleicht haben wir hier ein Glück und hier was drin. Bei den vielen Schrauben haben wir natürlich Glück, ne? Ach so, dahin blinken hast du. Wir waren noch gar nicht in unserer Lackiererei gucken. Jetzt haben wir die Lackiererei gekauft. So. Ah, hier, guck, das ist noch kaputt. Denke ich mal. Ja, weil reparieren nehmen wir, glaube ich, davon nichts. Ich glaube, wir wollen mal schlimm reparieren. Oh ja, Leistung, das Teil können wir, eine Leistungselektronik, den H1. Ja, hätte man können, hätte man, gut, also. So, Kabel. Aha, die gibt es ja nie. Kabel. Hätte man gehen reparieren, nur wie gesagt, aber euer Heinz, ein Antriebsrad gibt es hier. Oh nee. Nee, was mache ich denn? Hier müssen wir zurück. Immer die falschen Knäppchen. So, da machen wir. Na, das ist ja Ding, du. So, da können wir ja hier den Kompressor schon wieder anmalen. Mm-hmm.
bei den vielen Schrauben, da haben wir ja jetzt zu warten, haben wir da ja jetzt. Da schraubt man das jetzt wieder drauf, weil es das doch nicht war. Hier haben wir wenigstens mal die Schrauben entrostet, ne? Immerhin. Also wir müssen noch die Abdeckung drauf machen, aber ich gucke erstmal, wir haben erstmal alles. Jetzt müssen wir aber noch Karosserieteile. So, sonst kriegen wir wieder gemeckertes. Nehmen wir nochmal, nee, das wollte ich nie, das wollte ich. So. Ja, das hat schon ein bisschen gelohnt. 10.000 haben wir wieder. So. Spielstand gespeichert. So, wir müssen mal in die Lackiererei gucken wir uns jetzt noch an und dann können wir die Folge enden und wir haben wie immer was übrig, ne? So, gucke, hier blinkt die Lackiererei. So. Hier können wir, hier können wir Einzelteile können wir hier lackieren. Auch. Hier kannst du Einzelteile lackieren, können wir hier, ne? Bei 36% lohnt das natürlich nie. Also die Kabel können wir auch bunt lackieren. Das ist ein Ding, die Kabel lackieren. Warum haben wir hier Luftfilter-Gehäuse? Die wir alle nicht. Ach, die kannst du alle nicht reparieren, waren aber noch gut. Aha. Die Teile kann man alle reparieren und natürlich ganze Autos. So sieht unsere Lackierkabine aus. Ist es nicht hübsch? Mit Farbpalette. Neben unserem schönen Prüfstand. Was haben wir hier noch drin? Hier brauchst du auch noch nie gucken, du. Bei meinem anderen. Weil hier kannst du ja nichts machen. Hier stehen sozusagen nur die Farben herum. Deswegen bin ich ja nie rein. Das ist im Ode. Guck ja, alles erste Mal. Naja, meine Lieben, haben wir was übrig? Das machen wir dann das nächste Mal. Würde ich sagen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, weil die Folge ist schon wieder zu Ende. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Freue mich wie immer, nette konstruktive Kommentare, Däumchen nach oben, den einen oder anderen Abonnenten. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, was wir das nächste Mal für einen Blödsinn machen, dann macht die Glocke an. Na, danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.